Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Vor uns ist der Kettensägen Heini, der noch immer nicht begriffen hat, dass wir von ihm gern hätten, dass er uns zu Rechten bei der Tür endlich diesen Kastenhaufen wegmacht, aber ja. Davon kann ich nur träumen. Was sollen wir da machen? Irgendwie kann man da gar nichts machen. Vielleicht muss ich ja nochmal sterben. Ich weiß es nicht. Ich versuche den Kerl jetzt immer zu triggern. Aha, Herzklopfen. Gut, vielleicht klappt es jetzt. Das wäre ganz famos. Trotteli. Oh. Wie kann man nur so dämlich sein? Gut. Aha, ich glaube, der Kumpa. Ja, so wieder. Okay. Schaffst du es jetzt? Komm her. Ja, Beifuß. Ja, komm her. Ja, sei ein feines Monster. Ja, komm. Nicht hinter dir. Vor mir, zu mir. Komm. Ja, komm. Ja. Fein. Ja. Na, nicht da. Noch ein Stück zu mir her. Nicht umdrehen. Der ist so dämlich. Ja. Das ist er da drüben wieder. Okay. 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 Oh oh. Okay. Das hätten wir mal. Puh. Alter. Gott. Ich komme da irgendwie gerade nicht weiter. Ich bin gerade in die falsche Ecke gegangen. Alter, geh weg. Schleich die. Gripper, echt. Hat er mir jetzt gesehen? Ja, hat er. Das gibt's ja nicht. Gibt's, der dreht es jetzt genau um, wenn ich von umgehe. Blöder Gripper, echt. Boah. Ich will was niederballern, echt. Wieso kann man den Depp nicht einfach erschießen? Da genießt man richtig die Vorzüge von Resident Evil 4. Es hat auch immer blöd herumschleichen muss da, ne? Er darf mich nicht sehen. Ja, das habe ich schon kapiert, stell dir vor. Schnell, 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 schnell. Passt. Das hätten wir schon mal.
So, wieder warten 12 Stunden. Alter, das gibt's nicht, echt. Das ist schon ein bisschen frustrierend, echt. Ja, mach doch. Der hat echt nur Verschiertes im Hirn, ne? Fein hast du das gemacht. Ja, geh rein da. Oje. Nochmal verstecken, ganz schnell. Ich glaube, da kommt schon wieder raus da. Oder auch nicht. Das war jetzt komisch. Boah. Ich bleibe jetzt mal lieber versteckt. Mann, ey. Nicht cool. Gar nicht cool. Naja, da kommt er schon wieder. Fein, hast du das gemacht. Ja, ich bin ein bisschen genervt. Geh weg. Fein. Ob ich das hier mal so wieder hinkriege, ich glaube nicht. Aha. Da kann man sich auch verstecken. Okay. Das habe ich nicht gedacht. Warum bringt es was? Der Trottel sieht mich nicht. Ich glaube, das war keine gute Idee mit dem Bett. Hätte ich vielleicht das nutzen müssen, die Zeit. Bei dem weiß ich halt echt nicht, wie er reagiert. Auf einmal steht er hinter einem, ne? Jetzt geht er wieder rein normalerweise. Ja, ja. Dann wütet er da unten, ne? Es ist halt auch wichtig, sich auswendig zu merken, wann der richtige Zeitpunkt ist, das Bettchen hier unten wieder zu verlassen. Ne? Theoretisch jetzt. Und wieder zu verstecken. Ne? So vielleicht. Haben wir vielleicht eine Chance, ne? Ich wusste nicht, dass man das Bett klettern kann, ne? Klettern, genau. Klettern kann mit K. Jetzt kommt er halt wieder. Und dann müssen wir da vorne schnell nach links weg, ne? Hoffe ich halt, dass das passt. Ich hoffe überhaupt, dass der Raum da hinten stimmt. Das ist nur eine Vermutung von mir. Ich weiß nicht, wo der gerade herumstrawanzt. Wahrscheinlich wieder gleich da die Kissen kaputt hauen.
Kann ich mir halt vorstellen. Oder bleibt wirklich da hinten? Weil er uns nicht mitkriegt? Ich sehe so gar nichts. Jetzt müsste er da hinter uns bei der Wand sein, ne? So. Aha, hier geht's lang. Ah, da haben wir was. Eine Flasche. Okay. Okay, da geht's. Oh! Jetzt kommt der Krippel da rein. Was soll ich jetzt mit der Flasche machen? Okay. Alter. Hier raus? Schaut's aus. Alter. Und hier durch? Ja. Schaut gut aus. Boah, ey. Ja, ich glaube gespeichert. Was? Alter, okay, da kann man sich nicht verstecken. Ich hoffe, der Krüppel kommt nicht nach. Alter. 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 Puh. Okay. Gespeichert hat sie mal. Das ist schon mal gut. Das ist hier unglaublich! Alter, mir trifft doch der Schlag, ey! Alter, mir trifft der Schlag! Na, ja, ja, ist schon recht, ist schon recht! Gott sei Dank und tschüss! Ja, ich schnaufe auch mal. Leck mich am Arsch, was für ein beschissener Arbeitstag, echt! Zigaretten gibt's auch keine mehr, super. Ach Gott. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. Gut, das war jetzt der Abspann. Wir hören jetzt auf. Danke fürs Zuschauen. Das war's Let's Play. Na, Spaß. Ja, gut. Den Prolog haben wir scheinbar geschafft, ne? Ding! Ja. Hallo. Da sind wir wieder. Er kann gehen. Wow. Das heißt, die Wunde ist weg. Wie auch immer, wie von Zauberhand. Supi. Schleichen können wir immer noch. Das ist gut. Was zum Teufel? Da ist irgendwas explodiert, glaube ich. Okay, er kann laufen. Es wird scheinbar auch gewünscht, dass man läuft. Das geht anscheinend dann automatisch, Laufsequenzen und so weiter.
Ah, gut. Nichts mehr raus hier. Tschüss. Bitte geh auf, bitte geh auf. Was zum Teufel? Ja, rein auf, Gottes Willen. Na toll, da kommst du jetzt nicht mehr weg. Na, da ist kein Grip. Obwohl, schau. Aha, okay. Ein paar gerettet haben wir auch. Okay. Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich. Meine Güte. Scheiße, wir können nicht mehr zurück. Ja, dann gib Gas. Boah, das war knapp. Alter Schwede. Also drei wetten, dass er schon ziemlich froh sein wird, wenn er in die Pension darf. Scheiße. Aber wieso bricht jetzt die ganze Stadt zusammen? Warum bewegt sich das alles? Psychokinese? Alle Menschen weg. Scheinbar. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Was ist der so drinnen? Gut. Was zum Teufel? Oh, Scheiße. Kapitel 1. Überlebt. Jawohl, Spiel speichern auf alle Fälle. Kapitel 2. Überreste. Das ist auch sehr schön. Neuer Speicherplatz. Schwierigkeitsgrad so und so. Überleben passt. Neuer Speicherplatz. Ja, bitte. Gespeichert. Sehr gut. Puh, ich hoffe, wir schlagen uns nicht allzu schlecht. Ich glaube, es ist im Rahmen. Gesamte Spielzeit, fast eine Stunde, ist wahrscheinlich ein schlechter Schnitt, aber zum Glück gibt es keine Bewertungen. Somit muss ich mich vielleicht nicht ganz so schlecht fühlen. Gut. Achso, jetzt habe ich mehrmals gespeichert, Entschuldigung. Ja, ich wollte nur gerade abwarten, der Part wäre eh zu Ende. Würde sagen, dann starten wir den nächsten Part einfach mit dem zweiten Kapitel, Überreste. Dann kann ich jetzt noch ein paar Sekunden chillen. Ja, schön. Ich kann nur hoffen, dass es euch auch gefällt. Mir wäre es
sehr, 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 sehr recht, wenn es euch gefallen tut. Ich muss sagen, das Spiel hat doch Potenzial. Es ist geschichtlich. Ich bin zwar verwirrt, aber ich denke mal, das werden psychische Kräfte gewesen sein, die die Stadt so bewegt haben. Weil für eine Erdplattenbewegung ist es dann doch etwas übertrieben, glaube ich. Wird nicht ganz zum Spiel passen. Dieser Kapuzenheini dürfte wahrscheinlich daran schuld sein, dass die Stadt so ruiniert ist und dass jetzt eine Zombie-Epidemie ausbricht. Schön! Ich würde sagen, wir zerbrechen uns im nächsten Part weiter den Kopf darüber. Wir werden vielleicht sogar ein paar Antworten jetzt dann kriegen. Auf jeden Fall, ich kann jetzt, ich meine, wenn ich jetzt sage, ich liebe das Let's Play, ist es vielleicht komisch. Oder nicht ganz richtig, weil ich doch ein Angsthase bin. Aber es macht neugierig auf die Geschichte, finde ich halt. Wir werden das Kind schon schaukeln, wird schon irgendwie hoffentlich gut ausgehen. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!